Tag 2 unseres Bier-Advent-Kalender-Wahnsinns von Kalea. Wieder mit 4 verschiedenen Bier-Advent-Kalendern. Hallo liebe Freunde des Mittelalters, hier ist Adolf das Schandmaul auf KOTV, heute wieder mit Manfred dem Mistelbacher Mundschenk. Oh, diese Alliteration. Und heute haben wir natürlich wieder 4 Bier zur Verfügung. Im deutschen Bier-Advent-Kalender ist es ein bayerisches Bier und zwar ein Herrnbräu Zwickel. Es ist naturbelassen, hefetrüb, unfiltriert, ein Kellerbier mit 5% Alkohol. Und ja, Herrnbräu ist aus Ingolstadt. Zutaten: Wasser, Gerstenmalz, Hopfenhefe. Ja, eh das Übliche. Ja, freu mich schon. Ja, im österreichischen Bier-Adventkalender Hoppi Hoppi Reiter. Bevor die Damen jetzt alle MeToo schreien, das Bier heißt so. Steckenpferd. Eine Wiener Brauerei. Hopfensorte Mosaik und Chinook. Ein Pilsner Malz. Farbe Strohgelb. Hier steht, jeder hat sein Steckenpferd, etwas, das man mit Hingabe und Leidenschaft macht. Unser Steckenpferd ist das Brauen von besonderem Bier. Du hast soeben das Hoppi-Lager in deinen Händen. Etwas leichter eingebraut und spielerisch gehopft, der Begleiter für jeden Anlass. Easy going, erfrischend, hopfig, blumig. Ein Lager mit 4,6, haltbar bis Juni 2018. Meins bis Juli 2018. Worauf ich hinweisen möchte, ist, dass hier auf der Seite eine Gebrauchsanweisung ist, nämlich die empfohlene Trinktemperatur ist 7 Grad Celsius, vor Wärme- und Lichtgeschützt lagern, Einweg-Recyclingflasche, stressfrei genießen, ganz wichtig, und unten ist noch irgendein Hashtag. Den kann ich nicht lesen, ist zu klein getippt. Das schreibe ich dann unten in die Videobeschreibung. Ja, und das dritte Bier, das ist heute im internationalen und im Kraftbierkalender gleich. Das ist ein Kaltenecker Brokat Dark Lager. Es ist ein slowakisches Bier, hat eine Goldmedaille 2017 in Lyon bekommen. Und hat 5,5% und ist dann im September 2018 zum Ablaufen, schafft es natürlich nicht. Die Zutaten sind auf Englisch auch drauf, auf Deutsch sehe ich es jetzt nicht. Die anderen Sprachen, vermute ich, wird Slowakisch dabei sein. Ist aus Bratislava. Man kann auch Pressburg dazu sagen. Jetzt mache ich mal erstmal. Also, man möge uns verzeihen, dass wir jetzt nicht alle 3 Biere trinken. Also alle 4. Weil wir uns einfach das eine teilen. Vielleicht zum Verkosten reicht das. Und dann haben wir noch einen Vorrat für etwaige Notfälle. Verzeihung, ich möchte dir natürlich nicht den Schlüssel zum Glück vorenthalten. Okay. Also, hier haben wir wieder ein Bier, das hübsch schon, also aussieht. Schöne Bierfarbe, allerdings auch in diesem Fall eben das leichte Trüb. Und es ist ein bisschen heller als andere Biere. Also es erinnert mich irgendwie an das eine Bier von gestern. Das österreichische. So, und dann schenke ich dann noch das Brokat ein. Der Manfred hat auch gleich bemerkt, dass es, die sind ja im Bier-Adventkalender liegend, dass sich da wohl ein Hefe abgesetzt hat. Ja, auch mein Hoppi Hoppi Reiter, eine schöne gelbe Farbe, leicht trüb, nicht so trüb wie deines, etwas durchsichtiger, aber riecht sehr gut, sehr angenehm. Ich verkoste jetzt einfach einmal, während Arnulf noch einschenkt.
Jetzt habe ich schon einen Durst und der verkostet schon. Ja, sehr gut. Das hat einen im Abgang erinnert es irgendwie an Grapefruit. Ah. Aber sehr angenehm. Schmeckt sehr gut. Das riecht bierig. Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist nicht stark im Geruch. Es ist hübsch von der Farbe und schmeckt auch nicht schlecht. Ist jetzt nicht mein Lieblingsbier, aber schmeckt auch nicht schlecht. Wir machen heute eine kürzere Bierverkostung als gestern, weil ich vergessen habe, den Akku aufzuladen. Also, schmeckt mir sehr gut. Ist nicht so fruchtig wie das, aber das riecht sehr grapefruitig. Ja. Grapefruitig. Hat auch einen leichten Geschmack von Grapefruit, aber ja, nicht die Bitterkeit, die jetzt das IPA von gestern hatte. Ja. Und dann kommen wir zum Dark Lager. Also ich meine, Dark Lager ist wirklich ein richtiger Name dafür. Man sieht nichts durch. Also gerade am Boden sieht man, also dass es irgendwo mal dunkelbraun ist, sonst ist es einfach nur schwarz. Schwarzbraun. Schöner Schaum. Ja, riecht nach Röstaromen. Mhm. Fast wie ein Kaffee. Ich hasse Kaffee. Hat auch den Geschmack von einem Kaffee leicht. Ich hasse Kaffee. Ist, nicht jedes Bier ist meins. Schmeckt's da? Nein. Nein. Gut, wir haben zwei Flaschen davon. Es schmeckt wie ein kaltes Guinness. Ja. Wäre es warm, würde ich sagen, es ist ein Guinness. Also heute ist es für mich leicht. Das Beste, also das mir am besten schmeckende Bier ist das Hoppe, also das Hoppilager Steckenpferd. Knapp gefolgt dann vom Herrnbräu, das mir ganz gut schmeckt. Auch, aber so gar nichts. Das erste Bier, muss ich sagen, bis jetzt, das mir nicht schmeckt. Aber eben wie gesagt, ich mag den Geschmack nicht. Es ist, jemand, der Guinness mag, wird davon begeistert sein. Aber ich mag kein Guinness. Es ist ein hübsches Bier, also ja, zum Anschauen, also fotografieren oder so, ganz ein tolles Bier, aber ich find's halt nicht so toll. Aber da schmecken wir ähnlich. Ja, ich bin auch kein Guinness, also Trinker. Ich finde, wenn ich Kaffee will, bestelle ich Kaffee und wenn ich Bier will, bestelle ich Bier. Aber ich muss nicht beides auf einmal haben. In diesem Sinne. Na, darf ich meine Wertung auch noch? Entschuldigung, ach Gott, ich bin ja heute wieder so hektisch. Meine Wertung für all diejenigen, die dann gern mit uns darunter in der Kommentarleiste streiten. Mein Platz 1 ist heute das Herrenbräu Zwickel. Mein Platz 2 das Hoppi Hoppi Reiter. Und auf Platz 3 dieser slowakische Guinness Verschnitt. Gestern würde ich sagen, hätte ich wahrscheinlich genau dieselbe Wertung gemacht, aber heute ist mir die Grapefruit-Note einfach irgendwie, heute packt sie mich. Weil nämlich witzigerweise mein Tagesgeschmack auch jeden Tag anders ist. Möchte ich dazu sagen, ich weiß nicht, bei wem das sonst noch so ist, manche haben ja wirklich so immer diesen Geschmack und immer das möchte ich haben. Bei mir wechselt das so durch. Finde ich jetzt auch gar nicht schlimm, aber heute fand ich das leicht bittere ganz gut, vor allem weil es nicht so bitter war wie das von gestern. Ja, also wie gesagt, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, ihr könnt gerne ein Abo dalassen. Bierverkostungen sind halt hauptsächlich im Dezember dran. Zwischendurch machen wir auch Metverkostungen, aber wer weiß schon. Also eigentlich machen wir ja hier sehr viel, worauf wir Lust haben. So schaut's aus. Bier trinken zum Beispiel. Genau, und wir machen nur, worauf wir Lust haben. Nachdem wir ja keine Schautrinken veranstalten wollen, schalten wir an dieser Stelle aus und trinken einfach weiter.
Wir sehen uns dann bis die Tage. Tschüss, euer Arnulf und liebe Grüße von Manfred. Da, dann trinken wir noch mal, ne? Du schmeckt das besser, ne? Ah ja, Prost. Oh. Es ist vernünftig, es ist vernünftig. Wohlsein.